Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Und im letzten Video haben wir diese Methode GIP5 geschrieben und eben festgestellt, was Variablen sind und wie wir ihnen Werte über Literale zuweisen. Und wir haben sowohl den Ist-Gleich-Operator dazu gesehen, als auch am Ende den Plus-Operator. Beides funktioniert genauso wie in C. Was vielleicht noch ein Unterschied ist, den ich im letzten Video nicht erwähnt habe: In C ist es so, dass man sämtliche Variablen, die man innerhalb einer Funktion oder beziehungsweise Methode nutzen will, dass man die am Anfang deklariert. Also um es genau zu nehmen, hätte man es in C so schreiben müssen. Und genau das ist offensichtlich in C# nicht der Fall. Wir können Variablen innerhalb einer Funktion eben genau dann definieren, wenn wir sie tatsächlich brauchen, wie hier der Fall ist. Also wir haben hier bereits ein Statement der Wertzuweisung ausgeführt und danach initialisieren wir erst die nächste Variable b. Okay, was wir eigentlich machen wollen, ist, diese Funktion jetzt mal aus der Main-Funktion aufzurufen. Dann der übliche Syntax, um Funktionen aufzurufen, war in C ja, dass wir einfach den Bezeichner der Funktion schreiben, also GIP5, dann eine Klammer auf, und innerhalb dieser Klammern muss man eben Werte angeben, die die Funktion als Parameter erwartet. Da wir hier keine Parameterliste haben, bleiben diese einfach leer. Aber prinzipiell, wenn man hier einen Bezeichner sieht und runde Klammern losgehen als Anweisung innerhalb einer Funktion, dann heißt das eigentlich immer, das ist ein Funktionsaufruf in eine andere Funktion. Und man sieht schon, das geht nicht. Die Fehlermeldung sagt hier, dass man diese nicht statische GIP5-Funktion nicht aus dem aktuellen Kontext aufrufen kann. Und das ist auch etwas Wichtiges, was ich Ihnen noch mitteilen will. Jede Funktion, die innerhalb derselben Klasse ist und die wir aus der statischen Main-Funktion einfach nach diesem Syntax aufrufen wollen, muss ebenfalls statisch sein. Wie man hier sieht. Also sobald ich hier diesen Modifizierer static einsetze, kann ich hier oben offensichtlich ohne Probleme diese Funktion aufrufen. So, jetzt haben wir hier zwar diese Funktion aufgerufen, aber wir machen nichts mit dem Rückgabetypen. Und im Prinzip benutzen wir das gleiche wie unten mit den Operatoren, nämlich den Ist-Gleich-Operator, um diesen Rückgabewert von der GIP5-Funktion in einer Variable in unserer Main-Funktion festzuhalten. Also ich schreibe hier ebenfalls eine Variable, die nenne ich a, genauso wie hier unten. Und anstatt, dass ich jetzt hier eben mal Hello World auf die Konsole ausgebe, gebe ich jetzt eben den Wert von a aus. Also nochmal kurz zur Wiederholung. Wir befinden uns hier in einer statischen Methode. Und damit ich andere statische Methoden innerhalb der Klasse einfach mit ihrem Namen aufrufen kann, muss diese Funktion eben auch mit dem statischen Modifizierer gekennzeichnet sein. Und am deutlichsten wird es, was hier passiert, wenn wir einfach mal durch den Code debuggen. Das heißt, ich setze hier einen Breakpoint und starte das Programm mal mit F5. Und wir sind jetzt an dieser Stelle angelangt. Und jetzt macht es tatsächlich mal Sinn, dass wir eben ein sogenanntes Step Into machen, was man entweder mit diesem Button hier oben bewerkstelligen kann oder eben indem man F11 auf der Tastatur drückt. Was jetzt passiert ist eben, wir springen in diese Funktion F5. Das macht man mit, wir haben ja hier diesen Funktionsaufruf geschrieben. Wir sind jetzt hier unten in der Funktion gelandet. Hier wird jetzt eben A und B werden automatisch vom Compiler hochgezogen. Deswegen sieht man hier diese Definition von A nicht, beziehungsweise diese wurde übersprungen.
aber wir sehen, dass standardmäßig in Ganzzahlvariablen vom Typ int anscheinend eine 0 drin steht. Das sieht man hier im Locus Window. Wenn ich das etwas größer mache, da sieht man dann, dass hier eben a ist 0 und b ist offensichtlich auch 0. So, und wenn wir jetzt eben diese Anweisung hier ausführen, dann steht in a eben der Wert 3 drin, den wir über dieses Literal hier angegeben haben. Nach dieser Anweisung steht eben in b 2 drin. Und mit dem Plus-Operator wird dann letztendlich, hier sieht man es schon, wenn man genauer hinguckt, wird eben a plus b gibt 5 zurück, dieser Ausdruck. So, und mit dem Return-Statement wird dann die Funktion verlassen. Und in unserer Variable a, in der Main-Funktion, steht jetzt ebenfalls der Wert 5. Und wir geben jetzt auf der Konsole diesen Wert 5 aus. Wenn ich hier das Konsolenfenster hole, sieht man eben, hier ist offensichtlich die 5 auf der Konsole ausgegeben worden. Und danach warten wir noch auf eine Eingabe. Danach ist das Programm beendet. Ja, so ruft man Funktionen auf, und was bei unterschiedlichen Funktionen natürlich auch noch wichtig ist, ist die Unabhängigkeit der Variablen innerhalb der Funktion. Eine Variable existiert nur so lange, wie die Funktion tatsächlich aktiv ist. Wir debuggen am besten nochmal kurz durch den Code. Hier wird ja offensichtlich schon eine Variable a definiert. Und obwohl diese denselben Namen trägt wie diese Variable hier unten im Code, sind die beiden vollkommen unabhängig voneinander, genauso wie in C. Also Variablen, die innerhalb von Funktionen definiert sind, haben auch nur dort innerhalb des jeweiligen Funktionsscope eben ihre Gültigkeit. Das heißt, wenn wir hier nochmal durchgehen, diese Variable a, die hier unten sichtbar ist, ist eben jetzt eine andere auf dem Stack als die hier oben. Ne? Hier wird r3 zugewiesen, hier wird b2 zugewiesen, dann werden diese beiden addiert. Und sobald wir diese Funktionen verlassen, wird der Speicher, der für diese Variablen hier genutzt wurde, wieder deallokiert. Das heißt, diese beiden sind jetzt nicht mehr existent. Sobald eine Funktion verlassen wird, sind auch sämtliche Variablen, die in ihr erstellt wurden, letztendlich zerstört. Das heißt, wenn wir hier rausgehen, ist b und a aus der gib5-Funktion vom Stack verschwunden. Genau. Also wichtig nochmal zu beachten, Variablen in verschiedenen Funktionen, auch wenn sie denselben Namen haben, sind komplett unabhängig voneinander. Okay, das waren die wichtigsten Punkte in diesem Video. Wir haben gelernt, wie wir eine andere Funktion aufrufen, die innerhalb desselben Klassenscopes definiert ist. Also beide Funktionen, wie man hier sieht, die Main als auch die gib5-Funktion, sind innerhalb der Klasse Programm definiert. Wir haben gesehen, dass Variablen innerhalb von verschiedenen Funktionen unabhängig voneinander sind, auch wenn sie eventuell gleich heißen. Und wir haben auch gesehen, dass, wie man mit Rückgabetypen von Funktionen umgeht. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis zu anderen Variablen oder zu Variablen im Allgemeinen und Codeblöcken. Es ist jederzeit möglich, dass man einen sogenannten Scope auch innerhalb einer Funktion einfach aufmacht, ohne dass dazu was Besonderes notwendig wäre. Und ich kann hier innen wiederum Variablen definieren. Natürlich nicht welche, die a heißen, das können wir jetzt auch mal kurz machen. Also der im inneren Scope darf sich nicht etwas befinden, was im äußeren Scope auch
sichtbar ist. Aber wenn wir hier diese Variable beispielsweise 10 nennen, dann ist diese Variable nur innerhalb dieses Scopes jeweils wirklich zugänglich. Das heißt, wenn ich hier außerhalb, zum Beispiel, weil ich es auf der Konsole ausgeben will, versuche auf C zuzugreifen, dann sieht man, hier gibt es den Fehler, weil wir eben hier explizit einen Scope aufgemacht haben, in dem nur C zur Verfügung steht. Und das ist eben nicht erlaubt, dann außerhalb dieses Scopes auf C zuzugreifen. Es ist wirklich bloß fürs Verständnis. Üblich ist es überhaupt nicht, dass man einfach so Scopes innerhalb von Funktionen aufmacht, um dort bestimmte Sachen auszuführen. Prinzipiell wäre es aber möglich. Das wollte ich damit nur verdeutlichen. Okay, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Und im nächsten Video schauen wir uns an, wie wir Parameter in Funktionen nutzen. Bis dann!